einfach nur bis jetzt noch nicht viel mitgekriegt. Außer dass es ganz okay sein soll. Für Need for Speed. Der Speed Hunter Showdown ist wieder da. Palm City ist ein weiteres Mal Gastgeber der wichtigsten Rennsportveranstaltung des Staates. Rennsport nennen die das? Jeden Tag werden tausende begeisterte Fans darauf hoffen, die leistungsstärksten Sportwagen der Welt in Aktion zu erleben. Doch sobald die Sonne untergegangen ist, verwandelt sich die Stadt schnell in deutlich gefährlicheres Terrain. Willkommen in der Welt des Street Racing. Eine Underground-Szene aus Draufgängern und Speedfreaks, die sich ohne Rücksicht auf Verluste über Regeln und Gesetze hinwegsetzen. Ist zufällig zur gleichen Zeit passiert. Für die Bekämpfung dieses Problems ist Lieutenant Frank Mercer vom Palm City PD, Leiter der neu gegründeten High-Speed Task Force. Street Racing hat nichts auf öffentlichen Straßen verloren. Erinnert euch an meine Worte, wenn ihr da draußen seid und bei solchen Aktivitäten mitmacht. Für den Schwarzen links cool. Und rechts ist natürlich eine Asiatin. Und wenn ihr denkt, dass dann ihr entkommen könnt, von wenn ihr aufs Gas allen trägt, drei großen ethnischen Gruppen einhaben. In Weißen, in Schwarzen und Asiatin. Wir schnappen jeden Geil. Von euch. Glaubt mir, vor uns gibt es kein Ja, ja, bla 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 bla. Lüber mir nicht die Ohren voll, bitte. Palm City, vor 5 Nächten. Aha. Ich komm schon klar. Gib einfach Vollgas. Wie läuft's bei dir, Richie? Das Tempo ist ganz schön heftig, Anna. Wir wussten, was uns erwartet. Hier geht's immerhin um die League. Na los, Jungs, wir schaffen okay, das. Okay, warum haben wir jetzt schon, ja, rechte Trigger beschleunigen, mache ich gerade. Boost habe ich nicht mehr. Lenken. Ach so, jetzt haben wir Lenken erklärt. Okay. Okay. Interesting. Stellt euch auf Ärger ein. Wie die Lampen und die Masten hier wegfliegen. Was zur Hölle? Nitro habe ich fast nicht. Shit, ich glaube, ich kenne den Kopf. Oh, wie süß. Ich mein's ernst, er bedeutet Ärger. Das hier wird ein Hauptgewinn. Ein richtig dicker Fang. Kurz noch mal kurz ein bisschen ab. Ich soll bremsen? Warum soll ich jetzt bremsen? Gib nicht auf, Anna. Wir auch nicht! Ja, du hast gut reden! Ich bin raus! Was zum Teufel? Richie! Richie! Was zum Teufel? Richie! Ich will Boost. Oh, und jetzt ist schon wieder. Wie schnell Boost denn durch ist? Hab sie! Sie fahren Richtung Norden durch die Stadt! Das ist ja irgendwie Quatsch. Aus der Sache kommst du nicht mehr raus! Oh, ihr habt ihn Sean genannt? LOL. Queen of Spades, hallihallo! Straßensperre vor dir, bieg rechts ab! Ach. Um das Voice Acting in Need for Speed ging es nie wirklich. Also von daher, ich mir immer eher Sorgen, dass der Nitro innerhalb von 2 Sekunden durch ist. Wunderschönen guten Morgen, ich glaube, das Spiel ist doch ein bisschen laut. Kann ich das noch ein bisschen leiser machen? Erstmal kurz Pause machen. Das hat sich im Menü vorhin gestern nicht so angehört. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Bleib an ihm dran, er ist schnell. Wenn du noch so. Setz sie jetzt ein. Problem ist, ich sehe gerade gar nicht, ob ich auch meine 60 FPS schaffe tatsächlich im Stream. Jetzt geh doch aus dem Weg. Du kannst mich nicht abschütteln. Ach, will ich aber. Wie geht's dir, meine Liebe? Wie geht's dir? Noch 500 Meter. Das ist übrigens die erste Mission mit, das ist vor 5 Tagen passiert. Wir haben gewonnen! Ja! Bin ein bisschen müde, ich bin gestern nicht früh genug schlafen gegangen. Der Kopf ist noch an mir dran! Okay. Anna, ich bin auf der Brücke! Dieser Kopf versucht mich von... Ich habe gestern noch die 2 ersten The Fast and Furious Teile geguckt. So als Einstimmung für heute. Und tatsächlich hatte ich ziemlich viel. Oh, shit. Ziemlich viel Vorfreude drauf. Ah, shit! Was hast du getan? Mann, das war so ein geiler Wagen! Der Wagen ist weg. Ja, wegen ihm. Nein, Shaw, das geht auf dich. Du wirst dir wünschen, nicht überlebt zu haben. Sowas überlebt keiner. Ah,
einmal durch. Zeigen, wer der Boss ist. Durch die Leitplanke geböllert. Hey, er sagte. Hier sind überall Kameras. Lass es. Hier sind überall Kameras auf einer Brücke, wo kein anderes Auto ist. Wo sind denn da Kameras? Wir müssen es lernen. Wer meine Einheit lächerlich machen will, wird dafür bezahlen. Ah, da ist eine Kamera. Aha. Du weißt, das ist falsch. Woher, wo ist die Kamera denn? Schwebt die in der Luft? Die ist nicht da! Ist genau die, in der Kamerastelle müsste man es sehen. Ach, come on. Okay, also die Zwischensequenzen kannst du komplett knicken. Verlässt die Stadt. Wenn wir dich oder einen aus deiner Crew nochmal hier sehen, dann endet ihr wie diese Karre. Kapiert? Steh auf. Erzähl's deinen Freunden. Also wirklich, dieses... Wir sind auf einer Brücke. Ohne andere Autos. Hier sind überall Kameras. Ich mach die Kamera aus, die irgendwie über mir... hinter mir auf der Schulter da schweben sollte. Und dann die Einstellung genau, dass man hochguckt, wo die Kamera sein müsste, wo nichts ist. Kameraeinstellungen waren vielleicht schlecht gewählt für die Zwischensequenz. Und meines Wissens gibt es immer noch keine fliegenden Kameradrohnen, die ständig überall rumfliegen. Oh Mann, ey. Ich hoffe, also das Tuning soll halt gut sein, ja? Vor allem das optische Tuning. Von daher, whatever. Hey, was ist passiert, Bro? Wo ist oh, wie läuft die denn? Hey! Hast du was an den Knien? Ich bin raus. Ich gehe zurück nach Ventura und Richie nehme ich mit. Aber wir sind eine Crew. Das waren wir. Jetzt nicht mehr. Was? Willst du jetzt nach Ventura laufen? Yep. Du bist auf dich allein gestellt. Oh Mann, ich hab Spaß, aber ich glaube, es ist unfreiwillig komisch. Hauptsache, wir haben Spaß, ja? Von daher ist mir das dann auch egal, warum wir Spaß haben. So. So, jetzt sind wir 5 Tage später, also. Okay, was ist jetzt passiert in den 5 Tagen? Oder ist nichts passiert? Ich muss mal kurz was einstellen. Wir kommen in Bikini Curl Counter, also muss ich gucken, ob ich einen Counter einrichten kann, sonst muss ich das selber zählen. Ach ja? Nein, ich klär das. Okay, okay, wer bist du denn? Sekunde. Komm rein. Und bin wer bin rein. Ich denn? Ja, brauchst neue Zündkerzen. Brauchst neue Zündkerzen? Ja, alle 4. Ist euch nichts Besseres eingefallen, was man neu brauchen kann als Racer? Oder in der Werkstatt? Check die Räder, das klingt. Ohne Zündkerzen läuft ein Motor nicht. Wobei, ich glaube gar nicht, dass es so viel Bikini Girls geben wird, tatsächlich. Oder hast du die Tante gerade schon als Bikini Girl gezählt? Wissen Sie, so wichtig die Verbrechensbekämpfung auch ist, und wir kämpfen, keine Frage. Die Taskforce. Doch in unserem Job geht es um mehr. Es geht um den Kontakt mit Ihnen da draußen. Es geht um die Rettung der Welt! Und auch Ihre Sorgen an. So erschaffen wir eine bessere Gesellschaft. So erschaffen für eine bessere Welt! Sorry. Früh am Morgen höre ich mir nicht gern so eine Scheiße an. Alter, ich hasse es, das zu sagen, aber wenn du einen Wagen willst, brauche ich deinen Ausweis. Die Cops bestehen drauf. Moment mal. Soweit ich weiß, bist du doch der Typ, der genau weiß, dass es illegale Rennen sind und der auch uns dementsprechend illegal an unseren illegalen Wagen Teile ranschraubt. Ja, brauchst du jetzt einen Ausweis? Ja, okay, whatever. Trotzdem, wen nehmen wir denn nicht? Wäre immer noch für den hier. Weil der einfach so richtig scheiße aussieht. Tatsächlich. Aber ich glaube, den sind wir noch im Multiplayer, ne? Komm, wir nehmen den. Ich glaube, wir können später tatsächlich noch ändern. Soweit ich weiß. Bist nicht aus der Stadt, hm? Ich bin Lucas. Cooles Hemd. Wir sind die Hemdbrüder. Karren hätten was drauf. Allerdings. Moment. Geht's um den Showdown? Meine Karren hätten was drauf. Ich bin echt heiß auf die Rennen. Sono, hallo. Okay. Ehrlich gesagt, in den letzten Tagen war die Nachfrage echt riesig, deshalb ist gerade leerer, aber die hier sind noch übrig. Sie sind nicht überragend, aber
Der verkauft mir jetzt ein... Sieh sie dir an. Vielleicht gefällt dir ja einer. Der verkauft mir jetzt ein Auto, wo er genau weiß, ich will zum Showdown. Zu dem Rennsport-Event, wurde es gerade vorgestellt. Und das ist, was er mir verkauft? The fuck? Also erstmal davon abgesehen, dass die übel hochglanzpoliert sind, ne? Und eigentlich übelst alte Karten sind. Tatsächlich würde ich halt zum Nissan tendieren. Weil ich bin nicht so ein Fan von den alten BMWs. Den Mustang haben irgendwie alle genommen gefühlt. Und der hier scheint mir irgendwie OP zu sein. Ich nehme jetzt den. Japanischer Tuner-Style, sehr gut. Wer soll's sein? Jo, japanischer Tuner-Style. Achso, von der Realität, ja. Ja, die alten Muscle Cars sind halt voll aus Stahl gebaut. Die wiegen irgendwie 2,5 Tonnen. Ich kenne ein paar Leute beim Showdown. Kann dir ein paar Rennen klar machen. Und auch gleich überprüfen, ob der Wagen so läuft. Als ob ich mit der Karre beim Showdown antreten kann. Klingt gut. In 90er Jahren ist er von der Stange. Wohin jetzt? Dir stehen mehrere Rennen zur Auswahl. In Downtown gibt's vor allem langgezogen. Fühlt sich nicht wie 60 FPS an. Viele Enge. Such dir ein Rennen aus. Moment, wir haben zwei Rennen zur Auswahl. 129. Komm, wir nehmen das hier drüben als erstes. Codex aktualisieren. Codex wurde gerade aktualisiert. Falls du irgendwas nachmachen möchtest, kannst du die Fortschritte mit dem Haupt. Es gibt hier einen Codex für Hintergrundinfos. Wir sind doch in einem fucking Rennspiel. Ah, whatever. Jo, der dreh erstmal dran und mal durch. Okay, getunt ist das Ding schon. Das ist nicht von der Stange. Bist du ein Racer? Nein, mein Vater war einer. Roberto Rivera. Hallo, Sam. Er hat den gelben 67er Camaro selbst wieder aufgebaut und ist damit zum Champion geworden. Von ihm habe ich die Werkstatt. Er war offenbar gut. Ja, ich denke, das war er. Der Showdown ist eine Riesensache. Er ist auf jeden Fall gut fürs Geschäft. Und als Racer kann man eine Menge Geld verdienen. Das könnte ich gerade gut gebrauchen. Ist immer noch wach und spielt EU oder schon wieder. Lieg mal nicht ab, wenn ich hier gerade einfach nicht zugeschossen komme. Dankeschön. Oh, okay, durch Steinwände kann ich durchfahren. Ja gut, dann wissen wir das schon mal. Das war ich nicht gewohnt von Forza. Moment, wo muss ich hier lang? Da hin. Glaube ich. Die Map zu lesen ist irgendwie schwierig. Da sind wir. Yeah, Showdown, unsere geil getunte Karre. Das ist schon ein bisschen getunt. Sen, wie geht's dir? So, nur wie geht's dir? Wie geht's euch beiden? Hey Dex, sei nett zu meinem Freund hier. Er fährt den Wagen noch ein. Wenn die Karre von dir ist, kann sie auch gleich geschrottet werden. Uff. Fährst du auch mit? Nein, Mann. Ich veranstalte auch Rennen für Anfänger, falls du aus der Übung bist. Ja, ja, du bist lustig. Super lustig. Überleg's dir einfach. Ich mag die grau-lila Kombi von dem, der neben uns steht, hier links vor uns. Wie der komplett durchdreht, die Karre am Anfang. Ja, wie soll ich denn so starten? Oh Gott. Au! Ich kann die Kurven innen einfach abkürzen. Ich hab das mit links, ne, links hinten gedrückt und gehalten, aber das bringt nicht viel. Also ich habe kein Nitro, immer noch Nitro zünden. Ich nehme mal die Abkürzung hier. Beschissen? Wieso geht's dir beschissen, Xan? Was machst du? Okay, irgendwie, wie wurde mal gesagt, die Absperrungen sind Probleme, aber... Alles klar, du bist noch am Spiel. Wie soll ich denn hier... Ich hätte vielleicht nicht schwer spielen sollen. Eventuell ist es schwer gar nicht so einfach. Klingt komisch, ist aber so. Bist du noch da hinten? Warte mal kurz. Vielleicht stimmen wir doch erstmal zurück auf Mittel. Okay, das Driften fühlt sich scheiße an. Weg. Und die Nacht immer nur 2-3 Stunden. Was? Ein Stück geschlafen? Okay. Das tut mir leid, da bin ich schon eine gute Besserung. Zusammen.
Och, 500 Meter, no. Ich starte jetzt mal nicht neu, weil ich weiß, dass es, glaube ich, dann immer noch weitergeht. Komm schon, jetzt zählt. Jetzt zählt, sagst du mir, 3 Meter vom Ziel. Nicht übel, ich glaube, du kommst hier klar. Nicht übel, ich glaube, du kommst hier klar. Uiuiui. Das sehe ich irgendwie anders, wenn ich Dritter werde. Ach lol. Die haben ja 133er Leistung gehabt, das merkt man so krass. Sieht aus, als würdest du mit dem Wagen gut klarkommen. Nee. Pass auf. Am besten investierst du dein Geld jetzt in ein Nitro-Kit.